Moin, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Planet Crafter. Ihr Lieben, es ist soweit, denn wir können endlich die Futterstation bauen und das bedeutet, wir können heute unser erstes Tier generieren, wie man das auch immer nennen mag. Und ihr seht es schon, ich habe hier so ein bisschen die Bäume abgetragen, weil mir das so ein bisschen auf den Keks ging. Weil wir keine Sicht hatten, wir sind überall hängen geblieben und es hat einfach nur genervt. Gut, das ist schon mal Nummer 1. Dann können wir ja einmal... Lass ich die hier? Ich lasse das Teil jetzt einfach mal hier, denn wir wollen ja gucken, was es für Tiere hier gibt. Der Futterspender sieht leicht schräg aus. Na dann, würde ich mal sagen, let's go, ne? Wartet mal. Ich komme nämlich gerade von Ark. Yep, Grafik ist hochgeschraubt. Tierchen, ich crafte jetzt ein Tierchen. Es wird durch meine DNA voll... Nee, eigentlich nicht. So, die Tiere. Wir wollen Level 5. Level 9. Level 9. Level 5. Wir könnten mal gucken, ob wir noch mehr... mehr Sachen generieren. Okay, der Schmetterling scheint selten zu sein. Dann, was hältst du hiervon? Okay, davon habe ich jetzt nichts besonders viel mitbekommen. Und das nehmen wir. So, gucken wir einfach mal. So, die... Was muss ich hier um? Ich verstehe es noch nicht. Wir werden einmal kurz nochmal nach oben gehen. Muss ich einen ganzen Frosch reinstopfen? Ich frage für einen Freund. Nicht, dass ich wirklich einen ganzen Frosch reinstopfen muss. Wir haben eine Farbe. Gut, wir haben eine Farbe. Ach du Scheiße. Definiert die Farbe A der Kreatur. Wartet. Okay, das ist es nicht. Kann ich denn einen... Lass mich mal kurz gucken. Gut, die Amigo-Teile können wir craften. Das heißt, wir können diese Eier verwenden.
Wie viel seid ihr? 100, ja, komm, weg damit. Ich glaube, da haben wir bessere. So, dann benutze ich dich einmal. Kann ich auch die Pflanze reinhauen? Tatsache, ich kann eine Pflanze reinhauen. Gut, wir haben die beiden Farben. Pink und grün. Ach du Kacke. Okay. Wir müssen also die richtigen Bestandteile finden. Wir müssen so ein Symbol noch finden. Ach, Herr Jemine. Gut, lass mich kurz überlegen. Wie machen wir das Ganze jetzt? Ich brauche Tiere, die ich auseinandernehmen kann. Wo? Nein. Okay. Das ist erstmal komplett unwichtig. So, wir können Pflanzen reinstopfen. Das werden wir einfach auch machen. Ich meine, wir haben genug Pflanzen. Das haben wir. Die haben wir. So. Lasst uns generieren. Wie bekomme ich denn ein Tier? Wir haben Farbe oben bekommen. Sehr schön. Noch mehr Farbe für oben. Die macht er nicht. Okay, das sind die ganz normalen Samen. Gut. Fuck, ich brauche eine nach unten drehend. Definiert die Hautmusterfarbe der Kreatur. Zack, rein da. Pink oder nicht pink? Wie bekomme ich das Muster unten hin? Was kann ich dir noch Gutes tun? Was bist du? Eine Seidenraupe? Kristalle kann ich reinpacken. Das werden wir mal probieren. Zwei Kristalle. Grün und Magenta. Einmal das. Einmal grün. Wir nehmen gleich zwei. Wir wissen ja jetzt, wo die sind. Level 6. Haben wir einen Level 9er?
Oh Gottes Willen, das ist viel. Bitte sehr. So, was kann ich Ihnen noch Gutes tun? Selten. Ja. Aber ich wollte dir das geben und das wolltest du nicht. Die will er nicht. Oh. Oh. Okay, okay, okay. Seltene Larve. Ich bin so ein Trottel, warum gehe ich nicht gleich rüber? Eine Biene. Ich guck mal, ob ich Pink, Gelb oder irgendwas anderes habe. Dann nehmen wir die einfach, mein Gott. Erstmal. Nehmen wir von außen. Ich glaube, das wird uns jetzt nicht... Ich habe die andere vergessen. Das wird uns jetzt nicht umbringen. Seltene Larve. Das bekommen wir hin. Das haben wir alles. Mutagen. Das war es. Und grüner Dünger. Und somit erschaffen wir uns gleich. Oh nee, das dauert ja. Fuck. Das wird jetzt ein bisschen dauern, meine Lieben. Gut, dann hier einmal für dich. Oh. Hab ich das jetzt? Ah, Kacke, ich habe die falsche genommen. Ja, okay, ist dann halt eine weniger, ne? Fenseer. Asura. Sirenia, was habe ich hier? Nein. Das brauche ich. Ja, Asura brauche ich. Gemeine Larve. Gut, die gemeine Larve habe ich. Yep. Asura. War das Sirene oder Asura? Ich guck nochmal unten. Ja, jetzt wäre eigentlich genial gewesen, wenn die beiden aufeinander hocken. Asura. Gut. Dann können wir das hier auch gleich nochmal machen. Dünger. Falsche Richtung. So, nein. Forschen. Oh, fertig. Da war ich wieder ein bisschen zu schnell.
Gut, Bienenlarve haben wir. Wir bekommen gleich unser erstes Tier. Mein Gott, sind hier viele. So, komm, beeil dich. Ah, das geht ja Gott sei Dank schnell. Und dann haben wir einen Streichelzoo. Gott, mach wieder aus. Schön, du wirst zu einem neuen Tier generiert, mein lieber kleiner Azura-Stern. Was? So, die werden wir auseinandernehmen. Tierchen, yes. Oh ja. So, lasst mal gucken. Was für eine Farbe wollen wir machen? Ich nehme einfach jetzt mal die Farben, ne? Das und das. Und let's go. Es ist ein Tier erschien. Das ist dunkel geworden. Was mache ich damit? Okay. Tierheim, okay. Das werden wir machen. Oh mein Gott, es ist pink. Guckt euch das an. Die Farbe ist gar nicht so schlecht. Ich hab's gestreichelt. Ducken kann ich mich ja nicht. Was isst du? Ich glaube, es rennt schon weg. Was futtert das Vieh? Mehl? Weizen? Ich pack Weizen. Ich bin Mama geworden. Das ist ja schrecklich. Ich brauche Würmer. Ich brauche viel mehr Würmer. Gib, 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 gib. Jetzt auf einmal sind Würmer wieder wichtig. So, dann nehme ich mir hier mal ein bisschen Weizen. Ja, nee. 3 Stück lassen wir. Warum habe ich denn jetzt pink wieder bei mir drin? So, bitte sehr. Ich nenne dich Bob. Bist du auch noch größer, sag mal? Ja, Wachstum. Also von der Farbe her ist es gar nicht so schlecht, ne? Hat was? Willst du essen kommen?
Nachfrage nach Bin ich gerade blind? Ja. Das kann ja auch mit hier rein. Was machst du denn für Geräusche, sag mal? Ich glaube, es atmet ein bisschen schwer, ne? Gut, gucken wir mal, ob wir das nächste Tier craften können. Ich hoffe, sie essen das. Da steht nirgendwo, was die haben möchten. Tiere können Futter, das in den Tierfutter. Okay, die essen, was ich esse. Naja, ich würde mal sagen, gut, Weizen ist nicht drin. Pilze bekommt ihr auch noch rein. Dann wird T-Net immer sich um euch kümmern. Lauf nicht so weit weg. Gott sei Dank hast du so eine Farbe. Gut, nächstes Tier würde ich sagen. Da brauchen wir eigentlich nur so eine Seidenraupe. Und die. Und noch irgendwas anderes. Ungewöhnliche Raupe. Grünes Dings. Seltene. Hatte ich nicht seltene bei mir drin? Hatte ich nicht seltene gerade eingesammelt? Wo habe ich die hingepackt? Seltene. So. Das wird. Ich kann ihn von hier aus nicht sehen. Oh nein. Eigentlich müssten wir alles, was hier so steht, da hinten hinpacken. Oder auch nicht. So, was machen wir? Wir speichern natürlich. Ach, Quatsch. Ich brauche, kann ja hier gucken. 50%. Komm schon. Wir wollen gucken. Gucken, 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 gucken. Was bist du denn? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich meine, Seidenraupe. Du siehst anders aus. Werd bloß nicht so selten. Ah, guck mal, was wir hier haben. So, dann wollen wir mal. Ja, ja. Sehr schön, die beiden Tiere haben wir. Dann. Nehmen wir einfach mal. Wartet mal, wir nehmen einfach mal. Hier habe ich auch noch ein Tier. Ich glaube, das brauche ich auch. Variante 4. Scheiße, da fehlt mir noch was. Davon 1, 9, 1. Dann, wie die Hauptfarbe sein soll, nehmen wir mal dieses Grün. Dann werden wir etwas Gelbes nehmen.
Oder wir bleiben in Richtung Grün. Werden das einmal nehmen und das. Und dann werden wir einmal die Spezies reintun. Die Variante. Ach, Kacke. Ich habe nichts mehr, was nach unten zeigt, ne? Dich nehme ich auch noch mal mit. So, Farbe A. Ja gut, uns fehlt Farbe A. Gott sei Dank habe ich so viele Sachen, ne? Da wird mir garantiert so einiges fehlen. Seltene Larve. Ich glaube, grün konnten wir reinschmeißen. Aber nicht für A. Mein Gott, ich kann es mir einfach nicht merken. Fensia. Liana. Azura. Galax. Fensia. Die werde ich oben alle nicht machen können. Die werde ich gut. Dann muss ich jetzt einige Teile ausrauben. Was so schmetterlingsmäßig unterwegs ist. So. Hatte ich keine Schmetterlinge mehr? Pengian? Nein. Scheiße. Kann ich die machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, ich habe eine ganz dämliche Vermutung. Sehr dämlich. Oder sehr blöde Idee. Kann das sein, dass ich die nur über einen Handelsposten bekomme? Palera? Nein. Woher bekomme ich diese? Ich glaube, Fenia sind die Goldenen. Die sehr stark leuchtenden Goldenen. Sind so hübsch. Die Futura. Leox, nein. Ich kann kein Tier machen. Okay. Ganz große Heizung.
packe die jetzt hier irgendwo hin. Und gut ist. Sollte ich sie irgendwo hinpacken können. Natürlich hier. Erfreu dich deines Lebens. Woher bekomme ich die Teile jetzt? Bleibt da eigentlich nur noch... das Portal? Och Mann, ich wollte euch neue Tiere zeigen. Mann. Liani. Azura. Mach mir Azura eh. Das ist ja eigentlich... Ja, das ist richtig. Das ist eigentlich ja vollkommen egal. Wir haben ja jetzt ein anderes Tier drin. Es geht jetzt nur um die Farbe A. Seltene? War das so? Gemeine. Die kann ich auch noch anbieten. Gemeine. Meine Lieben, aber ich würde sagen, das Ding wird von sich hin brutzeln. Ich werde hier ein kleines Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.